Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel. Der Zugang zu sauberem Wasser ist 2010 von den Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt worden. Ein wertvolles Gut, das umweltverträglich und wirtschaftlich gewonnen, effizient verteilt, möglichst in Kreisläufen genutzt sowie nach seinem Gebrauch entsprechend aufbereitet werden muss. Ein großes Thema der Zukunft wird die Wasserversorgung sein. Wir werden wachsende Städte haben, die entweder zu viel Wasser haben, von Überschwemmung bedroht sind oder zu wenig Wasser haben. Und da kommt es heute darauf an, die Weichen zu stellen. Das ist für das Bundesumweltministerium ein ganz, ganz großes Zukunftsthema, auch international, wie wir mit dem Wasser umgehen. Wir brauchen Trinkwasser in höchster Qualität. Der Anteil am gesamten Wasserbedarf ist allerdings relativ gering. Die größten Verbraucher sind Landwirtschaft, Industrie und Energiewirtschaft. Um stark verschmutzte Abwässer wieder aufzubereiten, hat sich beispielsweise Veolia auf die effiziente Reinigung durch anaerobe Abwasserbehandlungsanlagen spezialisiert. In diesem Reaktor sind Mikroorganismen, die einfach gesagt verwerten die organischen Inhaltsstoffe aus dem Abwasser und produzieren daraus Biogas, was dann eben später verwertet werden kann. Im Vergleich zu sogenannten aeroben Verfahren produzieren wir also sehr wenig Überschussschlamm, was also auch wieder wenig Kosten in der weiteren Entsorgung mit sich bringt. Optimale Abwasserbehandlung benötigt optimale Pumpentechnik. Mit dem Flückt-Konzertor präsentiert Xylem auf der IFAD eine Weltneuheit. Sie hat das Gehirn, die Intelligenz in dem Pumpengehäuse mit eingebaut und kann abhängig von der Situation des Abwassers, der Menge des Abwassers und in den unterschiedlichen Verläufen selbstständig auf Basis von Algorithmen, auf Basis von Sensorentechnik sich so einstellen, dass sie zu jedem Punkt, zu jedem Zeitpunkt und Betriebspunkt optimal energieeffizient läuft. 2016 erleben die Besucher der IFAD erstmalig Rohrleitungsbauarbeiten für Wassernetze live. Im Atrium der Messe München setzen Netzmonteure die nötigen handwerklichen Schritte um. Mit dem Veranstalter DVGW hat die Weltleitmesse der Umweltbranche einen neuen Partner, mit dem sie vor allem den Trinkwasserbereich konzeptionell weiterentwickeln wird.